Aufgrund der schlechten Wetterlage entscheiden wir uns früher abzureisen. Wohin es uns verschlägt, erfahrt ihr gleich. Hallo liebe Videofreunde, wir sind jetzt unterwegs. Wir haben uns heute doch von dem Platz in Hochfilzen verabschiedet. Aus dem einfachen Grund, weil heute noch ein Regentag dazu kam. Das war erst so nicht gemeldet. Und auch es noch bis morgen Nachmittag sehr unbeständig bleiben soll. Und dann haben wir uns überlegt, das sind jetzt doch dann 2 verlorene Tage. Und wir begeben uns jetzt doch wieder in Richtung Norden und wollen nochmal nach Bayern fahren. Also nach, was ist das, Niederbayern? Keine Ahnung. Oberpfalz. Also wir fahren an Großen Arber in den Bayerischen Wald. So. Und da wollen wir noch mal ein bisschen wandern gehen. Da soll das Wetter wesentlich besser sein als hier. Hier wird es jetzt auch schön ab übermorgen. Aber wie gesagt, wir müssen ja dann eh Richtung Norden, weil wir ja nächstes Wochenende zu Hause sein müssen. Und von daher begeben wir uns jetzt schon in die Richtung und nutzen dann noch das Wetter ein bisschen 1-2 Tage länger aus. Ja, sehr schade. Der Stellplatz war schön. Super gelegen. Das ist also echt einsame Spitze. Von der Lage her wunderbare Wanderwege dort und Natur pur. Das ist ja ein Bauernhof und auch sehr gut geführt. Aber es war auch ordentlich vom Preis her. 38 Euro ohne Strom. Mit Strom haben wir jetzt bezahlt, der war nicht so teuer gewesen, am Tag 2 Euro, also das war nicht teuer. Also 40 Euro haben wir bezahlt, aber ihr könnt auch kein Wasser dort ablassen. Also was heißt, wenn ihr es ablassen wollt, muss man halt eben mit Eimer unten drunter und dann wegtragen. Und genauso ist es halt auch mit dem Wasser auffüllen, es geht halt nur mit der Gießkanne. Und ja, da haben wir dann jetzt gedacht, wenn wir jetzt noch einen Tag hier sitzen, ist das dann doch auch ein ordentlicher Preis und haben uns dann also für die Weiterfahrt entschieden sozusagen. Jetzt haben wir gerade nochmal Schüttelbrot gekauft, das hatten sie hier. Ab und an haben sie das bei uns zu Hause auch, ich esse das so gerne. Und da habe ich mich nochmal eingedeckt und jetzt geht es Richtung Traunstein. Was machen wir da? Ah ja, unser Omnia ist kaputt gegangen. Unser Omnia-Backofen hat den oben den Knauf, den hat es zerlegt, der ist einfach abgebrochen. Ist jetzt schon der, ich glaube, der dritte. Und ja, jetzt holen wir nochmal so einen Knauf. Irgendwann gibt es auch mal einen neuen Omnia, weil unser sieht ja schon echt gut gebraucht aus. Aber er funktioniert noch. Und warum soll man gleich einen neuen kaufen? Da wollen wir mal jetzt schauen. Und ja, und dann geht's weiter. Dann schauen wir mal, wo wir heute, wie weit wir kommen. Also, dann bis nachher. Tschüss.
Freunde. Ja, wir befinden uns gerade am Großen Aber im Bayerischen Wald. Da sind wir ja gestern hingefahren und wollen heute mal hier so ein bisschen die Gegend erkunden. Und heute ist Sonntag und hinter uns steht ein Polizeiauto. Und dahinter stehen zwei Fahrzeuge, also ein Motorrad und ein Fahrzeug, was in einen Unfall verwickelt war. Und man kann das hier anschauen. Und das haben sie sehr gut gemacht, was so passieren kann mit Motorradrennen und Autorennen. Und wir haben jetzt an einem kleinen Gewinnspiel dran teilgenommen. Und da kann man ein Elektroauto gewinnen. Und ja, vielleicht haben wir ja mal Glück. Kann ja sein. Also sehr nette Herren, die uns hier so ein bisschen durchgeführt haben. Daumen drücken, vielleicht haben wir ja mal Glück am Großen Aber, ein Elektroauto zu gewinnen.
Tja, nun heißt es Tschüss sagen vom schönen Bayerischen Wald. Es geht weiter. Der nächste Stopp ist ein kleiner kurzer Zwischenstopp und zwar Prag. Ja, das war ein kurzer Aufenthalt in Prag. Jetzt geht es weiter am nächsten Tag in Richtung Spindler Mühle. Und im nächsten Video folgt auch das Fazit zu den letzten Stellplätzen, die wir hatten im Bayerischen Wald und auch in Prag und Spindler Mühle. Dann gibt es noch einen Abschluss mit Kranichen und ein paar neue Errungenschaften. Also freut euch auf das nächste Video. Wir sagen Dankeschön, dass ihr wieder dabei gewesen seid und bis bald. Tschüss!